und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute haben wir ein FAQ am Start und ich werde einfach mal ein bisschen durch den Wald hier marschieren und währenddessen eure Fragen beantworten und wir starten direkt mit Frage Nummer 1. Die erste Frage kommt von Sebastian Stein und er fragt mich, was plane ich noch in der Zukunft? Abozahlen und Serien. Ja, ich werde das auf jeden Fall so beantworten. Abozahl, das ist immer so eine Sache. Ich habe mir ganz ehrlich vorgenommen, noch in diesem Jahr die 2000 zu knacken und das habe ich zum Glück geschafft, dank eurer Hilfe. Und ja, Serien, das ist immer so eine Sache. Da muss man, denke ich, eher spontan bleiben und sich einfach auf Dinge einlassen. Wenn mich jetzt ein anderer YouTuber fragt, ob ich mir in meine Serie machen will und das Konzept geil ist, dann werde ich das auf jeden Fall machen. Aber ich habe jetzt keine genauen Vorstellungen, dein Team und so weiter. Ganz normale Serien wie FAQs und so, die werden auf jeden Fall weiterhin kommen und der Kanal wird sich auf jeden Fall nicht allzu sehr umstellen. Ich bin ja auch sehr zufrieden, wie es jetzt im Moment läuft und wieso sollte ich das ändern? Und deswegen bleibt das eigentlich ziemlich gleich, wie es jetzt ist. Natürlich werden Veränderungen kommen, sonst wäre es ja langweilig. Neue Serien werden, wie gesagt, kommen. Ich weiß noch nicht welche, aber wenn sich was ergibt, dann werde ich da auf jeden Fall mitmachen. Und ja, dann schauen wir uns direkt die nächste Frage an. Die nächste Frage kommt von Yunis Warde und er fragt mich, FIFA 15 oder FIFA 16? Und die Frage ist ziemlich schwer zu beantworten. FIFA 16 ist natürlich immer aktueller und deswegen spielt man es automatisch ein bisschen lieber. Und FIFA 15 hat auf jeden Fall positive Seiten gehabt, aber am Ende war es dann schon ziemlich verkackt, das muss man ganz ehrlich so sagen. Durch die Price Ranges und so weiter und so fort war der Markt einfach kaputt und in FIFA 16 ist das schon ein bisschen besser gelöst. Was mich in FIFA 16 ein bisschen stört, ist, dass man, wenn man im Verein ist, zum Beispiel jetzt hier auf Transfermarktsuche und so, bei For Sky, das ist irgendwie komplizierter zum Aufnehmen, da die das ein bisschen umgestellt haben und da muss ich mich selbst noch ein bisschen dran gewöhnen. Aber ansonsten finde ich FIFA 16 besser, obwohl ich habe noch eine Sache, die mich stört. Und zwar haben die das jetzt so eingeführt, dass wenn ich mir einen Spieler kaufe, dass der Preis dann sozusagen beim Maximalen ist. Das heißt, wenn der Spieler eine Price Range von 1000 bis 10.000 hat, was sehr unwahrscheinlich ist, denke ich, ich glaube 600 bis 10.000, sagen wir es einfach mal so, dann ist es auf jeden Fall so, dass der dass der Spieler jetzt sozusagen schon so angegeben ist. Das heißt, ich muss von 10.000 erstmal runtergehen auf 2.000, wenn der Spieler so viel wert ist. Früher war das so, also am Anfang von FIFA 16, dass der dann 650 Startpreis hatte und 700 Sofortkaufpreis. Und somit konnte ich dann schneller sozusagen zu diesen 2.000 raufkommen. Wenn ihr wisst, wie ich das meine, und das ist beim Trading auf jeden Fall viel besser so gewesen, jetzt ist es eben nicht mehr so und das verkompliziert das Ganze, wenn man das so sagen kann. Basic FIFA stellt uns die nächste Frage und er fragt einfach mal, was würdest du lieber haben, 1 Million Abonnenten oder 1 Million Euro? Und diese Frage ist extrem schwer zu beantworten, wobei ich dann eher zu den 1 Million Abonnenten rübergehen würde, denn es ist einfach viel geiler. 1 Million Euro, was macht man damit? Man gibt das Geld aus und irgendwann hat man kein Geld mehr, weil man vielleicht keine Arbeit hat oder so. Mit 1 Million Abonnenten hast du einen Job, weil YouTube dann als Job sozusagen gilt, wenn man das so sagen kann. Und es ist einfach genial. 1 Million Abonnenten, wie krank wäre das einfach? Und deswegen würde ich die 1 Million Abonnenten nehmen. Der Kemal Magaralli, oder ich habe keine Ahnung, wie man dich ausspricht. Tut mir echt leid. Auf jeden Fall fragst du, ob ich mal wieder streamen kann. Und streamen ist auf jeden Fall eine Sache, die ich sehr, sehr gerne mache, denn da kann man wirklich interagieren mit euch, da kann man viel schreiben mit euch, da kann man auf eure Wünsche eingehen und auch ein paar Fragen beantworten live im Stream. Und ich habe mir einfach mal vorgenommen, dass ich in den nächsten Tagen wieder einen Stream mache. Das Problem ist einfach der Schulstress. Ich muss im Moment extrem viel lernen. Ich habe gerade irgendwie 2 Stunden gelernt und bin jetzt erstmal rausgegangen, um ein bisschen Ablenkung zu bekommen, damit ich nachher wieder weiter lernen kann. Denn eine Sportkunde-Schularbeit, die verlangt schon sehr, sehr viel Lernen. Also in Sportkunde, da muss man echt viel lernen. Viele von euch haben das wahrscheinlich gar nicht, aber in meiner Schule hat man das und das ist nicht so einfach zu lernen. Es ist auf jeden Fall sehr interessant, das muss ich sagen, aber es ist auf jeden Fall zeitaufwendig und so ist das eben und deswegen werde ich in den nächsten Tagen hoffentlich endlich mal wieder streamen. Aber wenn es nicht so weit ist, dann werde ich das auf jeden Fall auch nochmal posten auf Facebook, also wenn es einen Stream gibt, wirst du davon auf jeden Fall noch erfahren. Die nächste Frage kommt von KFLP90 und er würde gerne wissen, ob ich schon Kontakte zu größeren YouTubern habe und ich kann dazu nur sagen, zu viel FIFA, Prones und FQ habe ich noch keinen Kontakt, aber zu Real FIFA habe ich ja schon ein bisschen Kontakt und das ist schon ziemlich nice. Ja, sonst habe ich eigentlich noch keinen Kontakt zu anderen YouTubern. Und auf jeden Fall habe ich aber Kontakt zu YouTubern wie zum Beispiel CBT, Patrick von FIFA Active, Cyberlinks HD und vielen, vielen mehr. Und mit denen kann man auf jeden Fall auch viele coole Videos machen. Und das ist auf jeden Fall die Antwort auf deine Frage. Die nächste Frage kommt von Nick Müller und er würde gerne wissen, wie lange ich schon FIFA spiele. Und dazu kann ich nur sagen, ich habe schon, ich weiß nicht, mit 6, 7 Jahren habe ich auf jeden Fall schon mal FIFA gespielt. Aber in meiner Kindheit habe ich, ja, habe ich wirklich viel PlayStation 2, PlayStation 3 gespielt. PlayStation 1 hatte ich auch, die hatte ich noch von meinem Vater. Und ja, keine Ahnung, ich weiß nicht, welches FIFA das war, wahrscheinlich 2008 oder so, da habe ich immer auch bei einem Freund am Laptop Karriere gezockt, das war immer ziemlich nice. Und ja,
mehr gibt es dazu eigentlich auch nicht zu sagen. Es gibt eine geile Story. Und zwar war ich da einmal mit meinem Nachbar bei mir zu Hause. Wir haben einfach gezockt, FIFA, irgendwas. Ich weiß nicht, ob es FIFA war oder Need for Speed oder so. Auf jeden Fall hat meine Mutter dann gesagt, wir sollen endlich mal rausgehen und an die frische Luft spielen gehen. Und was wir dann gemacht haben, wir sind rausgegangen, haben uns auf die Stiege vor der Tür gesetzt und haben dort Gameboy gespielt. Das war auf jeden Fall unsere Lösung des Problems und das war auch die Antwort auf deine Frage. Die nächste Frage kommt vom FIFA Flash und er würde gerne wissen, wer mein Lieblings-YouTuber auf YouTube ist. Und ja, logischerweise ist er auf YouTube, sonst wäre es kein YouTuber. Auf jeden Fall habe ich da mehrere, zum Beispiel Real FIFA, den mag ich extrem gerne, ist ein richtig cooler Typ, korrekter Typ auf jeden Fall, schaut gerne bei ihm vorbei, falls ihr ihn noch nicht kennt. Und ja, dann hätten wir zum Beispiel Erne von Real FIFA und Stefan, die sind einfach extrem gechillt drauf, wenn man die nicht mag, dann weiß ich auch nicht weiter. Und sonst mag ich aber auch noch kleinere YouTuber, unter Anführungszeichen, also in der Relation kleinere YouTuber, zum Beispiel CBT ist ziemlich nice, Patrick von FIFA Active, Cyberlinks HD, die sind alle einfach ziemlich nice und ich würde einfach sagen, dass jeder von denen locker über 10.000 Abonnenten verdient hätte und ich denke auch, dass sie das in der Zukunft schaffen werden, denn die machen gute Videos, die geben sich Mühe und deswegen habe ich auf jeden Fall nicht nur einen FIFA-Lieblings-YouTuber, sondern mehrere. Und der Benjamin Stahl fragt mich, wer mein Lieblingsspieler in FIFA 16 ist. Da gibt es sehr, sehr viele. Bolassi ist einfach extrem geil zu spielen. Den müsst ihr unbedingt mal testen, ich überlege gerade so. Douglas Costa ist ziemlich geil, 5 Sterne Skills natürlich. Morata ist auch ein extrem kranker Spieler einfach. Es gibt so viele Spieler, die overpowered sind und wenig kosten, aber zum Beispiel auch teure Spieler wie Arjen Robben ist einfach extrem krank. Den müsst ihr auf jeden Fall mal testen. Lewandowski, das sind einfach alles kranke Spieler. Und deswegen habe ich auch nicht wirklich einen absoluten Lieblingsspieler. Im Real Life kann ich euch sagen, mein Lieblingsspieler ist David Alaba, Österreicher natürlich. Spielt bei Bayern München, ist einfach einer der besten Linksverteidiger der Welt, wenn nicht sogar der Beste. Und ich finde, er hat auf jeden Fall eine kranke Karriere hinter sich und spielt auch im Moment richtig gut, obwohl er erst 22 ist, ich weiß es gerade nicht, auf jeden Fall ist er noch extrem jung und hat noch eine lange, lange Zukunft vor sich und deswegen habe ich in FIFA 16 mehrere Lieblingsspiele, aber im Real Life ist es David Alaba. Der Yannick Marco hat mich auf Facebook gefragt, was hat er mich gefragt? Wait a second, man. Der Yannick Marco hat mich gefragt, ah ja genau, wie ich dazu gekommen bin, ein FIFA-YouTuber zu werden und das war eigentlich so eine Sache. Ja, keine Ahnung, man hat es einfach gemacht, andere Leute haben es gemacht in meinem Umkreis, beziehungsweise in meinem Umkreis. Ich habe einfach einen in meiner Klasse gehabt, der hat YouTube-Videos gesehen und der hat eigentlich fast nur FIFA-YouTuber geschaut, also auch andere YouTuber, aber FIFA-YouTuber eben auch. Und dann bin ich sozusagen auch erst zu diesem YouTube-Dingens gekommen. Also das war vor 2 Jahren ungefähr und vor einem Jahr habe ich ja meinen YouTube-Kanal eröffnet ungefähr und ja, dann bin ich einfach dazu gekommen. Es hat am Anfang nicht so gut funktioniert, das muss ich sagen. Doch dann haben sich meine Videos verbessert, ich habe mir mehr Mühe gegeben und dann ging es auch ein bisschen bergauf. Und jetzt bin ich bei 2000 Abonnenten, wofür ich euch allen noch wirklich sehr, sehr dankbar bin. Der Uwe da Silva Junior fragt gleich mehrere Sachen und zwar will er wissen, welche denn meine Lieblingsteams in den verschiedenen Ligen sind und zwar in der BBVA, der BPL, in der Bundesliga und in der österreichischen Liga. Das habe ich mir jetzt super gemerkt. Und in der österreichischen Liga ist es schwer zu sagen. Ich mag eigentlich eher diese kleineren Vereine, aber Rapid Wien mag ich eigentlich fast am liebsten. Dann hätten wir in der deutschen Bundesliga ganz klar Bayern München, aber so Vereine wie zum Beispiel Werder Bremen finde ich eigentlich auch nicht so schlecht. Ich mag eigentlich fast jeden Verein. Ich habe wirklich nichts gegen irgendeinen Verein. Ich bin nicht so einer, der so richtig nur für seinen Verein kämpft. Denn Bayern München ist eigentlich unter Anführungszeichen den Verein, den ich am meisten mag sozusagen. Und ja, in der BBL hätten wir dann Arsenal und Man U. Das sind auch ziemlich kranke Vereine. Manchester City, die mag ich auch. Chelsea mag ich auch. Chelsea mag ich aber nicht so gern, muss ich sagen. Arsenal ist das schon noch am ehesten mein Verein. Und dann hätten wir noch die BBVA und da ist es eigentlich naja, so ein Mittelding zwischen Real Madrid und Barcelona. Ich bin einfach so ein Typ, der verfolgt einfach diese Ligen und schaut sich dann eigentlich fast nur die Top-Clubs an, obwohl ich FC Eibar, glaube ich, heißt der, in der spanischen Liga, die sind aufgestiegen und die haben irgendwie sau wenig Geld oder so und da habe ich mal eine Dokumentation gesehen und deswegen finde ich die auch nicht so schlecht. Auf jeden Fall habe ich keine absolute Lieblingsmannschaft. Der Lütfihan Caracas fragt mich, was war dein erstes Team in FIFA 16? Und das war, eigentlich ganz klar kann ich das beantworten, das war ein brasilianisches Team mit Non-Rare-Karten und Alessandro Pato, weil ich ihn einfach mal testen wollte. Der war in FIFA 15 nicht dabei, ich wollte ihn mal wieder testen. Und das war eigentlich mein Anfangsteam und du kannst mir jetzt auch dein Anfangsteam in die Kommentare schreiben. Und das waren jetzt eigentlich auch schon alle Fragen. Ich bedanke mich natürlich für eure Fragen und wenn ich mal wieder ein FAQ mache, dann werde ich das auf jeden Fall in einem Video erwähnen und auf Facebook auch posten. Ihr könnt mir ja immer bei beiden Plattformen Fragen stellen. Und ja, mehr habe ich eigentlich auch nicht zu sagen. Ich bedanke mich natürlich fürs Zusehen. Ich würde mich freuen, wenn wir vielleicht 50 Daumen nach oben knacken würden. Na, verabschiede ich mich, bedanke mich fürs Zusehen und sage auch schon immer, ciao Leute, FIFA Stars.
Tschüss.